Und wir sind wieder verbunden mit unserem Tiefenpsychologen und Emotionsforscher Oliver Spitzer. Hi Olli. Hi Tobi. Du, es sind ja schon einige Monate, die wir jetzt recht engmaschig miteinander telefonieren, videotelefonieren, inklusive Lockdown, dann den Lockerungen im Sommer, jetzt wieder strenger werdenden Regeln. Jetzt beginnt ja für Werbungtreibende ein ganz wichtiges drittes Tertial in diesem Jahr. Mhm. Kannst du global galaktisch eine Empfehlung geben, wie jetzt in den nächsten Monaten am besten die Kommunikation aussehen sollte? Mhm. Tatsächlich. Also es gibt zwei wichtige Punkte. Drei genau genommen. Ja, wenn wir dazu nehmen, der erste Punkt ist, lasst euch darauf ein, dass ihr nicht hundertprozentig kontrollieren oder wissen könnt, was kommt. Ja. Der zweite Punkt geht genau darauf ein, das ist dieses Thema Phasenverarbeitung. Das hatten wir schon in einigen unserer Calls mal angerissen, dass wir sagen, die Verarbeitung von Krisen, egal was für Krisen, funktioniert psychologisch in unterschiedlichen Phasen. So, genau. Und der große Unterschied jetzt oder ab jetzt sozusagen ist, dass wir nicht mehr per Lehrbuch vorhersagen können, was kommt. Das konnten wir bei der ersten Phase, bei der ersten Welle relativ gut vorhersagen, weil das die klassische Krisenverarbeitung war. Jetzt sind wir, das sagte ich im letzten Call, glaube ich, schon mal fertig mit Verarbeiten. Und von uns aus dürfte die Welt sich jetzt bitte nochmal weiterdrehen. Nur die Welt lässt es halt im Zweifelsfall noch nicht überall zu. So, dementsprechend ist der zweite Punkt ganz wichtig, Phasen im Blick haben. Also sich auf Dinge konzentrieren, in denen man schnell reagieren kann. Jetzt einen Spot machen, der in 3 Monaten geschaltet werden soll, ist im Zweifelsfall eine schlechte Idee, weil wir gerade keine Ahnung haben, was in 3 Monaten die richtige Botschaft sein wird. Weil einfach der Faktor Corona nochmal dazukommt. Es geht nicht mehr nur um meinen Markenkern, um mein Produkt, um die Jahreszeit, was dann gerade sozusagen Sinn macht, sondern der Faktor kommt dazu. Und dieser Faktor erfordert, der Faktor Corona, eine gewisse Spontanität, kurzfristige Reaktionsfreude sozusagen. Mhm. Und der dritte Punkt, lasst die Leute nicht im Stich. Wir sind mittlerweile alle da relativ gefrustet und wir haben viele Teilnehmer, die von Marken berichten, die die Werbung einstellen, die Kommunikation einstellen oder. Ne? Da hat man vordergründig dann oft Verständnis für. Ne? Mhm. Aber hintenrum, wenn man dann, wir als Psychologen, so lange nachpopeln und so lange nachfragen, bis die Leute mit der Wahrheit rausrücken, hat das ganz oft eine Aussage über die Potenz der Marke. Die Marke, die jetzt Werbung einstellen muss, offensichtlich geht es denen nicht gut. Und ich suche ja einen Anker in diesen, einen Leuchtturm in dieser ganzen Ungewissheit, dem es gut geht. So, also etwas, das größer ist als ich, zum Festhalten. Das müssten und können Marken jetzt auch in den kommenden Monaten wunderbar inszenieren. Okay, das heißt, die Marken, die jetzt da sind, weiterhin da sind, die strahlen auch eine Kraft und eine Sicherheit aus und geben damit auch Orientierung, Leitplanken, emotionale Leitplanken. Wenn sie nicht in der Botschaft, siehe Phasen, voll daneben greifen. Das ist leider gerade die Herausforderung. Also Dasein ist gut. Ja. Das Richtige sagen ist ja natürlich Zwang. Und was das Richtige ist, ist leider immer kurzfristig gerade erst absehbar. Okay, und dann kommen wir genau. Unbefriedigende Antwort, aber. Nee, überhaupt nicht. Also kurzfristig ist ja genau das, was wir mit unserem Medium Radio machen. Jetzt nicht irgendwie Spots produzieren, die dann lange laufen müssen, weil sie teuer fürs Fernsehen oder sonst ein anderes Medium gemacht sind, sondern sehr schnell, sehr kurzfristig auch in der Kreation reagieren. Das können wir natürlich mit Radio ganz besonders gut, weil es einfach von jetzt auf gleich geht. Und das ist eben das, was wir unseren Kundinnen und Kunden auch versprochen haben und weiterhin gelten lassen, bis zum Jahresende mindestens, dass, wenn es notwendig ist, ganz kurzfristig reinzugehen, das natürlich sowieso möglich zu machen, aber auch wenn es notwendig sein sollte, ganz kurzfristig außerhalb der Stornofrist eben Spots wieder off-air zu nehmen und die dann rauszunehmen, wenn sie zum Beispiel von der Tonalität nicht passen sollten. Das machen wir hier nur vernünftig. Okay, danke für diese globale Aussage mit Blick auf die nächsten Monate. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Danke, Olli. So machen wir's. Danke dir. Bis dahin. Ciao. Tschüss.